Tag 1 der Rennsteigwanderung. An dem Tag liefen wir 22,2 Kilometer, starteten über Hörschel, sind über Klausberg und Hohe Sonne gelaufen und haben am Ende unser Zeltlager in der Nähe von der Rennsteiggrotte aufgebaut. So, jetzt Videostart kommt. Nee, Natururin schon wieder dran. Guten Morgen. heute Tag Nummer 1 von dieser Rennsteigwanderung. Ich freue mich voll. Jeden Moment soll ein guter Freund von mir kommen. Und der holt mich dann ab. Und damit ihr Bescheid wisst, er mag nicht so gerne gefilmt werden. Also sprich, man würde nur mich sehen. Wenn er irgendwie auf der Kamera plötzlich draufkommt, werde ich ihn entweder ausschneiden oder zensieren. Damit ihr Bescheid wisst, dass wir zu zweit sind. Aber man nur mich im Video sieht. Und bevor wir nach Thüringen fahren von hier, von Bremen, das dauert, glaube ich, eine 3,5 Stunden Autofahrt oder so, werde ich erstmal hier Brot fressen, weil ich habe Hunger und so. Und zwischendurch werden wir noch einkaufen gehen. Und danach, wenn wir dann in Thüringen angekommen sind, dann Wanderungsstart kommt. Ach ja, und es ist 7 Uhr morgens. Und er wird jeden Moment vorbeikommen. mein Kochwasser für Kaffee ist fertig. Bin jetzt gerade noch hier am Kaffee saufen. Schwarzer Kaffee, weil ich heute keine Milch mehr hier habe. Die letzte Reste Milch habe ich gestern ausgetrunken. Ah ja, im letzten Video, wo ich meine Packliste da gezeigt habe, also was ich alles mitnehme für diese voll cool Wanderung, da habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich auch noch ein Handtuch mitnehme. Das habe ich jetzt noch nachträglich eingepackt. Und das hier, das ist meine verschmierte Scheiß hier Wagen. Ja, damit laufe ich heute diesen Rennsteig. Nee, er ist angekommen. Jetzt kann ich erst einmal meine verdreckten Schallschuhe anziehen. So, ich habe meine ranzigen Schuhe angezogen und dann erstmal hier diese Sachen hier runterbringen zum Auto und danach nach Richtung der Insel fahren. Jetzt diese verschmierte Autobahn fahren. bis wir irgendwann in Hörschel angekommen sind und zwischendurch dann später nochmal Bier kaufen gehen. Ne, da vorne ist Berglandschaft. Ich glaube, das ist Harz oder sowas. Aber wir müssen bis nach Thüringen rumfahren. Ne, wir sind hier angehalten, weil da vorne ist eine Toilette. Und da können wir jetzt erstmal so richtig volle Kanne einen reinpissen. Ich werde jetzt diese Toilette voll pinkeln. Ich wollte gerade Landschaft filmen und plötzlich kommt dieser Scheißhügel. Aber guck mal, da ganz hinten ist Berglandschaft und sowas. Von diesen Harz oder wie das heißt. Und da fahren wir irgendwie vorbei und so. Und irgendwann kommt Thüringen oder wie das heißt. Ich glaube über 1,5 Stunden oder so. Und dann sind wir erst da. Oh, da hinten, guck mal, da hinten ist diese Harzberglandschaft. Vielleicht sind da auch diese Flüsse, wo diese ganzen Hirsche und Wildschweine Urin reinmachen. Wir gehen jetzt gleich zu dir, zu diesem so einem verschmierten Real. Um da Bier und ein bisschen zum Fressen zu kaufen. Ne, wir haben endlich Bier und hier und ein bisschen Fressen und sowas gekauft. Und jetzt erstmal Pizza fressen, bevor wir weiterfahren. Ne, jetzt weiter zu gefahren. Noch vielleicht eine Stunde und dann sind wir hier in Hörschel oder wie das heißt. Endlich unter Tunnel rumfahren. Aber wenn wir in Hörschel angekommen sind und einen Parkplatz gefunden haben, dann endlich Bier trinken. Voll Fettbrücke mit voll, der ist voll hoch und so. Wir sind gleich in Hörschel. Guck mal, das steht 1 Kilometer bis Hörschel entfernt. Wir sind in Hörschel angekommen. Jetzt gleich Parkplatz suchen und dann endlich Bier trinken. Wir haben hier so einen Parkplatz gefunden. Und jetzt versuchen wir das alles reinzupacken. Und hier, das ist sein Wagen. Und das hier, das ist mein Wagen. Und so werden wir dann hier diesen Rennsteig oder wie das heißt, durchlaufen. Und darauf gleich erstmal ein Bier trinken. Erstes Bier für heute.
Prost! Endlich Bier trinken. Die Sachen sind gepackt und jetzt Wanderungsstart kommt. Voll cool, Landschaft. Wir haben gerade den ersten Scheißberg von da hier hochgelaufen. Um hier diese scheiß Landschaft zu gucken, rumzusehen und so. Guck mal, da ganz hinten sind Häuser oder so. Ne, wir haben Berg Nummer 2 gemacht. Beziehungsweise wir sind hier bei der ersten Scheißhütte angelangt. Und so sieht diese Aussicht von hier aus. Darauf kann man erstmal gleich ein Bier trinken. Guck mal, wir haben hier auf meinem verdreckten Scheißwagen eine Mülltüte hängen, damit wir hier sowas hier reinschmeißen können. Dieser Berg ist voll cool, weil der steiler als da aussieht. Ne, jetzt diesen voll cool Berg hochlaufen, weil der sieht so hoch aus und so. Also von uns aus betrachtet. Jetzt endlich wieder Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Geprost. Ne, wir haben dieses Bier ausgetrunken. Und das schmeißen wir gleich in die Mülltonne. Und darauf, dass wir dieses Bier ausgetrunken haben, werden wir nochmal ein Bier trinken. Geprost. Endlich wieder Bier trinken. Und jetzt weiter zu gelaufen. Ne, schon wieder Bier trinken. Das ist voll cool Tour heute. Ne, darauf, dass wir endlich schon wieder Bier trinken, werde ich hier drauf erstmal Bierpower machen. Bierpower! Und darauf werde ich erstmal hier unsere Biere für mich und Kuple aufmachen. Und jetzt Bier für Kuple aufmachen. Thüringer Feldlandschaft. Bei mir ist dieser Scheißwagen hier vorne bei dieser Dreckswurzel wunderschön darunter gepurzelt eben gerade. Bier? Ja. Endlich so ein richtiger voll cool Berg, der voll hoch geht und so. Ne, haben wir voll cool Berg hochgelaufen. Der war richtig voll geil. Das war so ein richtiger Arschlochberg. Den fand ich voll cool. Ne, ich werde erstmal schon wieder ein Bier trinken. Und jetzt weiter zu gehen laufen. Hier, voll cool Weg gefunden. Weil der so schmal ist, das mag ich. Wie heißt denn das nochmal? Aussichtspunkt heißt das. Wo man hier sowas sehen kann. Nachdem wir hier gerade Aussichtspunkt gefunden haben. Jetzt weiter zu gelaufen, mit Bier trinken. Wir haben gerade erst 10 km gemacht. Mal gucken, wie viel km wir heute machen. Weil wegen diesen ganzen Berglandschaft und sowas. Das geht immer hoch und runter. Und dieser Arschloch hier, der fällt jedes Mal um. Bei jedem so ein Scheißstein. Und deswegen dauert das so lange, bis wir KMs gemacht haben. Aber das ist ein wunderschönes Abenteuer. Das hat voll viel Spaß dran. Wie heißt das nochmal? Blindschleiche gefunden. Blindschleichen sind voll cool. Eidechsen ohne Füße und Beine und sowas. Aber das sind voll cool Tiere. Die sind voll lieb und machen nichts und sowas. Es war frei zu gelassen. Nee, darauf, dass wegen Blindschleiche. Darauf kann man so richtig ein Bier trinken. Oh Scheiße, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. In die verkehrt rumne Richtung. Wir sind irgendwie in eine Richtung abgebogen, die wieder zurück nach Hörschiff führt. Jetzt müssen wir die ganzen, keine Ahnung wie viel km, vielleicht 1-2 Kilometer oder so, wieder zurücklaufen. Das ist voll Scheiße. Wir müssen jetzt nach Richtung hier, Wilde Sau oder wie das heißt. Und hohe Sonne, da müssen wir hin. Wir sind kurzzeitig den Rennsteig in die verkehrt rumne Richtung für Radfahrer gelaufen. Und dann sind wir in dieselbe Stelle hingekommen, wo wir zum ersten Mal waren. Und dann sind wir wieder zurückgelaufen. Und dann ist uns erstmalig aufgefallen, dass hier diese Beschilderungen, die hier sind, irgendwie wahrscheinlich Schutzhütten sein könnten. Wir sind hier in dieser Schutzhütte. Und da steht Wilde Sau drauf. Und bei diesem verdreckten Scheißschild
wir wussten vorher nicht, was diese Schilder bedeuten. Wilde Sau oder hohe Sonne oder wie das heißt. Aber weil hier wilde Sau draufsteht und hier eine Schutzhütte ist, vermute ich mal sehr stark, dass die nächsten 3 Kilometer, wo hier hohe Sonne draufsteht, dass das eine nächste Schutzhütte sein könnte. Vermute ich mal. Weil wenn, dann denke ich mal, laufen wir weiter. Bis Dunkle kommt. Nee, das hier ist voll cool hoch, oder wie das heißt. Hier mit Bäume, die von der Erde hochwachsen. Aber voll cool, endlich hier Natur oder sowas. Nee, ich werde erstmal ein Bier trinken. Extra, damit ich schon wieder Bier trinken kann. Guck mal, da ganz hinten, da ist hier Burg, oder wie das heißt. Seht ihr den? Ich hier. Guck mal, ich zoome mal da hinten ran. Da ist Burg. Nacktschnecke. Diese Nacktschnecke ist nackt. Nee, Scheiße. Hier, wie heißt das denn mal? Dunkle ist gekommen. Bald müssen wir, wie heißt das denn mal? Kopflampe anmachen oder so. Aber voll scheiße, dass langsam Dunkle gekommen. Boah, Alter, mach keinen Scheiß mit mir jetzt hier, Alter. Alter. Geil. Nee. Das ist richtig behindert. Hast du dieses gehört? Ja. Ich denke, das könnten Wildschweine sein. Die sind immer noch da. Ja. Nee. Wir haben hier irgendwo einen Zeltplatz gefunden. Hier ein Wildcamp-Zeltplatz. Und darauf kann man erstmal so richtig ein Zelt aufbauen. Und das mache ich jetzt einmal. sogar mit ganz viel Mühen. Ich habe mit ganz viel Mühen mein Zelt aufgebaut. Yeah. Nee, erstmal diese verschmierte Isomatte aufpusten. Mit der Fräse. Nee, ich habe gerade versucht, hier Birkenrinde zu finden. Und ich habe hier so einen tödlichen Birkenbaum gefunden. Also so ein tödlicher Birkenast. Und davon habe ich mir ein bisschen Birkenrinde genommen und versucht, den anzuzünden, aber der war viel zu nass gewesen. Hier, ich wollte den anzünden, damit ich meine Ravioli wieder hier kochen kann. Zum Fräsen. Aber ist mir vollkommen misslungen. Und deswegen werde ich hier jetzt gerade Twigs fräsen. Und laut WeLife sind wir 22 km gelaufen heute. Diese Aufzeichnung speichere ich jetzt ab. Aber jetzt erstmal noch einmal hier Twigs fräsen. Und dann schlafen legen. Und morgen geht's weiter mit Tag Nummer 2. Wanderungsstart kommt, da müssen wir noch mehr laufen als heute. Und danach zu geschlafen. Gute Nacht.